Dankeschön. Ja, guten Tag. Das Thema ist Netzneutralität und zwar, wie Ingo schon gesagt hat, hat die BEREC, also das Gremium der europäischen Regulierungsbehörden für Telekommunikation, die Leitlinien vorgestellt, wie eben mit der Netzneutralität umzugehen ist. Wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick zurück, damit man so eine Dimension auch für dieses gesamte Verfahren bekommt. Nachdem die EU-Kommission 6 Konsultationen zum Thema Netzneutralität durchgeführt hat, wurde dann im September 2013 ein Verordnungsvorschlag der EU-Kommission vorgestellt. Seitdem hat die Zivilgesellschaft, vor allen Dingen in der Kampagne safetyinternet.eu, in der sich verschiedene Organisationen und darum eben auch die DigiGest vereint haben, dafür gekämpft, dass es zu einer gesetzlichen Verankerung der Netzneutralität kommt. Währenddessen wurden 40.000 Faxe an EU-Abgeordnete geschickt. Es gab 500.000 Teilnahmen eben an dieser BEREC-Konsultation, die jetzt am 30. August abgeschlossen wurde. Es haben 6 Demonstrationen in Europa stattgefunden. Wir haben unzählig offene Briefe geschrieben und es gab auch ziemlich viele Petitionen, an denen sich auch also unzählige Menschen beteiligt haben. Und nun war es jetzt endlich am 30. August soweit, dass dann eben diese BEREC die Leitlinien vorgestellt hat, auf Grundlage eben der Verordnung, die von der EU im Oktober 2015 auf den Weg gebracht wurde. Das ist insofern wichtig, als dass halt eben diese BEREC, die dann diese Leitlinien schreibt, sich eben an diese Verordnung orientieren musste. Das hatten wir ja auch schon mehrmals erklärt. Entschuldigung, dass diese Verordnung halt sehr unscharf war, dass die halt ziemlich unsauber geschrieben war, dass sie halt sehr, sehr viele Lücken gelassen hat, sodass halt eigentlich völlig unklar war, wie jetzt halt eben diese Verordnung auszulegen ist. Also die hat sich auch teilweise selbst in sich widersprochen. Also da gab es zum Beispiel, dass halt bestimmte Dienste nicht auf den Weg gebracht werden können, wenn da eben ein kommerzielles Interesse vorliegt und an einer anderen Stelle stand dann her eben, wenn ein weitgehend kommerzielles Interesse besteht und sowas. Also die Verordnung hat sich eben selbst an einigen Stellen widersprochen und die BEREC hatte jetzt eben diese undankbare Aufgabe, dort ein bisschen Ordnung reinzubringen, ein bisschen Struktur reinzubringen und eben aufzuschreiben, wie man die Verordnung jetzt als Anbieter von irgendwelchen Diensten und eben vor allen Dingen als Provider dann halt auszulegen hat, um dann eben entsprechend auf dem europäischen gewünschten gemeinsamen Markt agieren kann. Was da jetzt das Ergebnis ist, möchte ich euch im Konkreten mal kurz vorstellen. Und zwar zuerst Spezialdienste. Spezialdienste ist eigentlich so das, worüber während der gesamten medialen Debatte eigentlich so am meisten diskutiert wurde. Das Beispiel für Spezialdienste ist dann eben diese Überholspur im Netz. Und hier hat die BEREC jetzt gesagt, also diese Spezialdienste sind erlaubt, wenn sie denn objektiv notwendig sind und wenn sie eben nicht zulasten anderer auf den Weg gebracht werden. Das Interessante ist, dass die BEREC hier selbst Beispiele nennt, was denn das eben sein kann. Und das kann eben Fernsehen über Internet sein. Hier schränkt sie aber eben ein, dass es Live-Bericht oder live sein muss. Jetzt kann man sich halt fragen, also gut, so ein 100-Meter-Lauf, der dauert halt vielleicht so eben seine 10 Sekunden, das ist vielleicht noch verkraftbar, aber ist dann jetzt so scheiße mit Anrufen auf neuen Live dann eben auch so ein Live-Event, was dann so einen Spezialdienst bekommt, das ist dann halt eben schon ein bisschen fraglich, was alles eben so als Live-Event dann halt möglicherweise noch auf den Weg gebracht wird, um da eben als Spezialdienst zu gelten. Darüber hinaus im mobilen Bereich eben Voice-over-LTE, also sowas wie eben Skype oder sowas im mobilen Bereich. Und eben diese hart umkämpften Gesundheitsdienste, also wer halt eben gerne sich über das offene Netz operieren lassen will, kann dann hier eben so einen Spezialdienst auf den Weg gebracht bekommen. Letzteres ist, denke ich, völlig okay. Also auch hier hatten wir eigentlich immer gesagt, Spezialdienste, wenn sie eben Leib und Leben betreffen, sind völlig legitim. Aber wie gesagt, gerade bei IPTV als Live-Event wird dann sicherlich sehr interessant sein, welche kreativen Produkte hier auf den Markt gebracht werden, mit denen wir dann künftig konfrontiert sind. Interessant wird eben auch sein, wie dann tatsächlich eben die jeweiligen, und das ist auch interessant, nationalen Regulierungsbehörden darüber entscheiden, ob dann halt eben so ein Spezialdienst auf den Weg gebracht werden darf oder nicht. Das ist nämlich sehr interessant, das entscheidet dann nicht die BEREC, was eben so ein Spezialdienst ist, sondern bei uns dann eben in dem Fall die Bundesnetzagentur, bedeutet, dass dann 28 nationale Regulierungsbehörden jeweils dann darüber befinden, was jetzt halt irgendwie ein Spezialdienst ist oder Zero Rating, Traffic Management und so weiter, kommen wir gleich noch dazu. Aber das widerspricht natürlich grundsätzlich eben dieser Idee eines
einheitlichen europäischen Marktes, wenn dann halt in jedem Land dann so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung auf den Weg gebracht wird von der jeweiligen nationalen Regulierungsbehörde. Und auch hier wird eben interessant sein, ob es dann halt so einen Versuch gibt, vielleicht in Länder zu gehen, wo halt diese Regulierungsbehörden vielleicht nicht so stark besetzt sind oder überhaupt vielleicht leicht zu lobbyieren sind, dass dort versucht wird, erst solche Dienste auf den Weg zu bringen und die dann halt sukzessive eben über Europa auszubreiten. Also es bleibt auf jeden Fall spannend bei den Spezialdiensten, was da so auf den Weg gebracht wird. Ähnlich ist es bei Zero Rating. Es gibt kein grundsätzliches Verbot von Zero Rating. Das hat die Verordnung auch nicht wirklich zugelassen. Es gibt aber zumindest schon mal ein Verbot von Zero Rating von, nach dem Aufbrauchen von Datenvolumen. Also das, was man jetzt kennt, so keine Ahnung, Sie kriegen 1 GB und wenn Sie dann das verdattelt haben, dann können Sie aber noch Spotify bis zum Ende des Monats ohne Probleme weiterhören, das gibt es nicht. Also wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, wird alles gedrosselt und eben es gibt kein Zero Rating für eben irgendwelche besonderen Anwendungen. Aber was eben durchaus möglich ist, dass es eben Zero Rating gibt für Anwendungen während des Datenverbrauchs. Also denkbar wäre dann eben, dass man Datenvolumen nicht angerechnet kriegt, währenddessen man noch verfügbares Datenvolumen hat, wenn man zum Beispiel dann eben Musik hört oder ähnliches. Also auch hier werden wir vor allen Dingen eben erstmal dann schauen müssen, welche Produkte auf den Markt geworfen werden, um dann halt eben zu schauen, wie dann auch wieder hier die jeweiligen nationalen Regulierungsbehörden eben dies interpretieren, ob das dann noch mit der Verordnung und vor allen Dingen mit diesen Leitlinien dann eben zusammengebracht werden kann oder nicht. Es gibt dann auch noch so ein paar bestimmte Kriterien, zum Beispiel, dass eben die Marktposition beachtet werden muss. Also es darf halt, ist auch relativ schwammig, aber muss halt irgendwie beachtet werden, dass dann halt hier eben noch Grundrechte gewahrt werden, Recht auf Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, bla bla bla, sowas. Also wird dann halt immer eben so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung sein, die dann auf den Weg gebracht wird und ist halt einfach unklar, das jetzt irgendwie vorherzusagen, was das dann für Dienste sein werden, die auf den Weg gebracht werden. Und es ist natürlich relativ klar, was hier kommt, dass dann halt eben auch ziemlich viele Klagen auf den Weg gebracht werden, wenn sowas abgelehnt wird oder wenn eben sowas auf den Weg gebracht wird und dann halt eben vielleicht andere Unternehmen dagegen klagen, dass sie hier nicht den gleichen Zugang zum Markt bekommen. Beim Traffic Management, also Verkehrsmanagement, ist es so, dass es halt relativ hohe Auflagen dafür gibt. Also das ist ja schon erstmal ganz gut. Es gibt zum Beispiel eben eine Gleichbehandlung von verschlüsselten und unverschlüsselten Inhalten. Das ist ja auch schon mal ganz positiv, also dass dann ja hier nicht irgendwie wild rumgefiltert werden darf. Es darf jetzt auch nicht in die Pakete reingeschaut werden. Problematisch ist aber eben auf der anderen Seite, dass es wieder eigentlich keine Kontrollfunktion gibt. Also die Hürden sind halt relativ hoch für Verkehrsmanagement, aber die nationalen Regulierungsbehörden sind dann halt eben nur in der Lage, dann halt zu dem Provider zum Beispiel hinzugehen, den Fragen zu stellen. Der antwortet dann und auf Grundlage dieser Informationen wird dann eben diese Regulierungsbehörde ihr Urteil fällen, was natürlich jetzt auch so ein mäßig starkes Schwert ist, um das Ganze halt auch wirklich effektiv zu kontrollieren. Also hier ist es dann vor allen Dingen eben wahrscheinlich an uns das Ganze halt eben auch ein Stück weit mit zu kontrollieren und da eben zu schauen, was die Provider so alles machen. Im Ergebnis kann man eben sagen, dass dann vor allen Dingen eben dadurch, dass diese nationalen Regulierungsbehörden eben entscheiden, überhaupt kein europäischer gemeinsamer Markt entsteht, also diese Telekom Single Market, so wie diese Verordnung hier heißt, ist dadurch also überhaupt nicht entstanden, sondern man schafft hier eben eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass sich hier irgendwie 28 nationale Regulierungsbehörden auf den Kopf hauen und überall versucht wird, irgendwelche Dienste auf den Markt zu bringen. Und dann wird das Ganze eben sehr, sehr spannend sein, wie man das dann irgendwie einheitlich europäisch regeln will. Mir ist das momentan noch relativ schleierhaft, wie das funktionieren soll. Und so ein Fun Fact, heute hat die Kommission verkündet, dass sie einen Entwurf präsentiert hat, dass sie das Roaming auf 90 Tage begrenzen will. Das ist nämlich ganz lustig, weil Roaming war die große Verhandlungsmasse, weil Roaming ist auch Teil dieser Verordnung gewesen. Und das war dann so die Verhandlungsmasse mit der Netzneutralität. Also wir führen Roaming, also wir schaffen die Roaming-Kosten in Europa ab und dafür bekommen die Provider die Netzneutralität. Jetzt haben wir die Entscheidung von der BEREC, die ist halt eben doch am Ende des Tages, wenn man sich alles anguckt, relativ netzneutralitätsfreundlich doch noch. Also die Provider sind auf jeden Fall stocksauer und genau just eine Woche später kommt dann die Kommission mit einem solch fantastischen Vorschlag um die Ecke zu sagen, also Roaming
ist zwar jetzt abgeschafft, aber nur für 90 Tage. Interessant ist auch, dass man sich nicht länger als 30 Tage im Ausland aufhalten soll. Man muss halt nach 30 Tagen wieder zurück, mal für einen Tag. Dann kann man noch zweimal dieses Hopping da unternehmen und dann kann man da auf seine 90 Tage kommen. Und dann ist das mit dem Roaming auch rum. Also auch hier eben ja, die Provider auf jeden Fall, die lachenden Glücklichen in dieser Verhandlung. Aber wie geht es jetzt weiter mit der Netzneutralität? Also wir stellen uns natürlich jetzt nicht hin und sind ganz traurig, sondern wir haben auf dieser Seite Respect My Net, wo sich eben, ich glaube auch eigentlich alle, die bei Safety Internet, also dieser Kampagne zur Netzneutralität, auch hier wieder zusammengefunden haben, wo man eben Verletzungen der Netzneutralität melden kann. Also das ist total wichtig, dass wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, euer Provider baut irgendwo Mist und verletzt irgendwo die Netzneutralität oder ihr seht halt irgendein Geschäftsmodell, wo ihr der Meinung seid, dass das halt gegen die hier vorgetragenen Leitlinien verstößt, dann könnt ihr das hier relativ simpel dann halt in dieses Formular eintragen und an uns schicken. Wir schauen uns das dann eben ein bisschen genauer an, werden dann halt vor allen Dingen diese Verletzungen oder vermeintlichen Verletzungen der Netzneutralität sammeln, werden uns das genau anschauen und dann halt hier eben versuchen, ja, weiter für die Netzneutralität zu kämpfen. Also es ist vorbei, aber es ist irgendwie auch doch noch nicht vorbei. Und deswegen, ja, bleibt dabei und meldet das auf diese Seite dann bitte.